Mission. andere Richtung auf. Wird derfert mal die Karte. Er hat mittel. Unsere Aufgabe ist es, Mittel von unserem offen. Ich Standpunkt aber. FOB Alpha Richtung Süden zu fahren. Wir werden die Straße Oh, ich hätte durch schon klar besser fast fahren können. Elmas, dann Richtung Dilschat nehmen. Der Kontakt unserer Soldaten ist ab Dilschat abgebrochen. Wir wissen also nicht, was danach auf uns wartet. Vor Dilschat befindet sich einer unserer EOD-Trupps. Also denken wir mal, dass uns bis dahin nichts erwarten wird. Unterwegs. Haltet Ausschau nach IEDs. Wir wissen nicht, was an jeder Ecke lauern könnte. Zudem, Selbstmordattentäter ist in dieser Region hier nichts Unübliches. Die Feindstärke ist unbekannt. Also haltet die Augen offen. Wir wissen nicht, was auf uns wartet. So. Das war jetzt so das Allgemeine zu der Mission. Falls ihr Vorratskisten finden solltet, bitte wirft eine Brandgranate drauf, sodass diese als zerstört markiert gilt. Wir werden mit zwei M2 Humvees losfahren, ein MTVR und zwei unbewaffneten Humvees. Die Einteilung gebe ich euch gleich. Habt ihr sonst noch Fragen? Hey, dein Bus noch Marschreihenfolge, aber das sagst du uns dann sicher. Ja, das sage ich euch. Können wir Ja, die nochmal kurz die Teams Marschreihenfolge. durchgehen? Was meinst du damit? Ja, jeder mal melden. Wir haben. Du bist 6-6, richtig? Ich bin 6-6, Eversven ist 6-1, Diesel, du bist 6-2, Ja. Bex ist 6-3, Solja ist 6-4, Psy ist 6-5. Verstanden. Gut. Also, ich hab's so eingeteilt: Eversven, du wirst dir einen M2 haben wir nehmen. Diesel, du nimmst dir einen unbewaffneten. Check. Bex, du nimmst dir den MTVR. Und Psy, du sattelst dich auch damit auf. Auf dem MTVR. Auf dem MTVR, ja. Und Soldier, ihr nehmt auch einen M2 haben wir. Okay? Check. Gut. 6-6 wird sich einen eigenen unbewaffneten haben wir nehmen. Funkkanäle steht im Forum, ist klar. Alpha Leads auf Kanal 2. Hotel, auf Kanal. Doch, auf Kanal 2. Hotel auf Kanal 1 und 6-6, wir machen dann beides. So, Was alles war das, verstanden? Hotel Kanal 1? Knallens, ja. Okay. Diesel, kann ich kurz? Ach, Olli sagt schon. Hotel Oliver Nippon. Diesel. Olli. Ja, bitte? Mir bitte noch. Olli. Hotel. Genau, ich bin einziger Medic für die komplette Gruppe. Daher an euch zur Weitergabe an all eure Männer. Jeder hat eine Grundausstattung an Med-Scheiß am Mann, weil ich kann nicht 20 Medkits tragen. Das heißt, jeder von euren Soldaten hat ein Medkit am Mann. Alles bis mittelschwere Verletzungen kann ich vor Ort behandeln. Alles, was über schwere Verletzungen geht, bis hin zu Beinbrüchen, muss ausgeflogen werden, da eine Endheilung im Feld nicht stattfinden kann. Dafür haben wir 1-1. Die Hotel-Jungs werde ich dann über den Kanal 1 anfordern und Kanal 2 läuft dann quasi bei Olli auf. Noch irgendwelche Fragen, was Medic angeht? Ach ja, es wird kein Soldat zurücklassen. Wer tot ist, wird eingetütet. Wir packen auf den MTVR Leichensäcke. Wir lassen keine Ausrüstung, keinen Menschen zurück. Das war's von meiner Seite. Ja, so Verpasst. richtig. Zudem, passt mal auf, guckt mal, so wie ich mitbekommen habe, stellt klar, ist noch eine Kiste hin, wo einer eurer Jungs noch ein bisschen Sprengzeug mitholen kann. Falls wir einen Wagen verlieren sollten, bitte diesen zerstören. Und wenn die Jungs sonst sterben, was hoffentlich nicht vorkommt, bitte auf einen Haufen legen und eine Brandgranate draufwerfen, sodass damit markiert wird, dass die Waffen und Equipment zerstört sind. Okay? Also die Leichen sind im Grunde genommen einzutüten, die Waffen Let's see 23 sind zu vertical zerstören. line Felix timed out. Genau. Ja. Und bei Feindkontakt erstmal Ruhe bewahren, Lage checken und bei Beschuss natürlich Feuer wieder. Okay, Einteilung Gut, 3 4 ja. 3. 343er, das ist euch überlassen. Wir 66 bleibt auf Kanal 1. Dann machen wir dann Kanal 2, also 6-2. Ja, geht einfach nach der Reihe. Wissen, du bist 6-1 1. geht Lexi mal 23 von vertical line 6-1-2, Felix 2, join. 3, 3, 4, 4, 5 und Ja,
Ihr wisst ja. Okay? Ja. Bezüglich der Selbstmordattentäter, Reichweiten, wenn die auf uns zugelaufen kommen, Warnschuss oder gleich tödlichen Schuss? Das liegt in eurem Ermessen, halt Warnschuss geben, wenn nicht drauf reagiert, nochmal warnen, wenn dann nicht reagiert. Maßnahmen einleiten, okay? Verstanden. Gut, kommst du zum Konvoiaufbau? Ich komm gleich, ja. Dann tue ich meine Jungs prüfen. Gut, ja. Jo. Geht dann noch Jungs von Schweizer. Hast du noch ein Sekündchen für mich? Ja, ich habe Munitionskisten in den Baracken bei euren Jungs. Jo, verstanden. Und kannst du hier nehmen, ne? Sei, kannst du dir noch ein kleines, großes Funkwerk mitnehmen? Ja, ich habe gar keins. Kann ich das aus dem hier nehmen, weil ich da so eine Kiste vor mir sehe? Wenn es eine Nackenkiste ist, ja. Okay. Wieso? Wo? Ja, ja, lass jetzt doch wirklich kurz ins Zelt. Recovery, willst du die Granaten haben? So, 6-2. Der Assi-Rifleman ist ein Private, alle die anderen beiden Korpo. Ja, der Eversman. Ach, verdammt. Ein Zweiter. So, kommt ihr mal kurz hier. Guten Tag, meine Links, ja. Ah, hallo. Ist diese. Das ist ja die. Wir haben hier in den Baracken, sollen noch Waffenkisten, Munitionskisten sein. Wir bauen das jetzt auf. Folgendes. Nach seinem letzten, ich wir sind an FOB Alpha, werden nach Süden im Konvoi fahren mit den Ranger-Truppen, wollen Leute von uns rausholen. Genau. Wir werden einen unbewaffneten Humvee nehmen, werden zu viert in diesem Humvee fahren. Die Aufstellung des Konvois folgt noch. Ja. Was wir noch mitnehmen sollten, ist eventuell Munition, also ist doch, wenn wir sie finden. Jeder sollte noch ein Medkit mitnehmen und Sprengmittel. Genauso, wenn jemand ich überprüfe mal kurz die Waffen auch so Ausrüstung. Ich habe immer gehört, dass du lieber mit einem Holo spielst, ne? Und mir das RCO geben wolltest. Ja, okay, also verstanden. Was machen wir jetzt? Ja, das würde ich sehr gerne tun. Ernsthaft? Da ja alle rausgeholt werden sollen, wir müssen über 30 Mülltüten mitnehmen auf jeden Fall. Kommt drauf an, hast also du Funkel auf Granatwerfen? Werden ja, die MTVR geladen, richtig? Und ja, dann bleib mal bei dem, was du hast, dann kannst du Smooth Dog noch Sprengmittel mitnehmen, mit falls wir schon die Munition für Marv. Auf jeden Fall, ja, es wird ja Munition mit, und ja, also auch Sprengmittel, alles klar. Es kommt auf an, Pixel, was hast denn du für eine AT-Ausstattung? Bei Selbstmordattentäter ja. 72, das Blasrohr. Ja, dann gut, dann machen wir es anders, dann Pixel nimmst du noch einmal Sprengmittel mit. Okay, wahrscheinlich. Was sind C4 oder was? Okay, machen wir so. Smooth Dog, du ein, also zweimal C4 und Pixel einmal Satchel. Okay. Halt gegen Zivilbevölkerung. Okay, habt ihr Fragen, die wir jetzt direkt klären sollten? Nö. Nope. Okay. Da drin steht eine Kiste, dürfen wir? Sollte langsam fahren. Ja, wie sieht's aus? Dürfen wir uns ausrüsten denn? Also beziehungsweise Munition mitnehmen und Rucksäcke? Also Munition, Rucksäcke, was da ist, dürft ihr euch jetzt nehmen? Yes, Tracy, ja. Also ich steig um auf Tracer, gell? Okay. Danach, scheiße, nee. Okay. Nur 20 sind die. Ja, ich nehm auch Tracer. Ey, gut, super krass. Komm so raus. Guck mal, keine Rucksäcke da. Nee, schade. Nee. Ja, soll ich jetzt für uns alle was mitnehmen an Stanax? Weil ich hab, glaube ich, jetzt ne Becks. Ne, diese, du hast auch einen Rucksack, ne? Ich hab auch einen Rucksack, ich hab aber so. Das mit dem Funkgerät, da passt nicht so viel rein. Ich nehme lieber noch ein paar Granaten für den Unterlaufgranatwerfer mit. Okay, soll ich Stanax mit einnehmen für uns alle ein bisschen? Das wäre super, ja. Weil ich lieber jetzt auch den Rucksack. Bitte? Verdammt. Ja, dann nimm die M4 mit. Kannst du mir. Diese Gewichtsgrenze wie immer 40? Ihr könnt jetzt erstmal ein bisschen mehr einpacken. Macht was in die Humvees, was über 40 hinausgeht. Und vergesst nicht, jeder bitte ein Medkit. 6-6-1, an der Prefect-Zone. Ah, die Satchels befinden sich in der Briefing-Zone, also das heißt nach Westen. Das musst du gehst dann einmal nach Westen, holst es dann, okay? Satchels, okay, ich geh mal nach Westen. Ich hab jetzt Pixel, warte auf mich. Ach, Entschuldigung, Pixel, ja. Mitgenommen, Tracer. Pixel? Ja, bitte zwei Größen mit. Oder wenn's dir vielleicht sogar schön, aber das ist ein Rucksack. Wir wollten uns gerade die Sprengmittel holen. Ich hab einen
Deckel, kann was ich wahrscheinlich nicht mitnehmen, warte. Willst du das? Ja, bitte gib's mir. Naja, nein, Moment, wenn du ich habe wenig Munition hast, ich hab selber eins. Nein, nein, das passt. Ich nehm's mit, sollte ja Kilo. Nicht so schwer sein. Bandagen ganz normal auch einpacken. Ich ja, nehmt nochmal ein Morphium, ein EP und ein bisschen Zeug zum Verbinden. Ja, die Demolition Charter. Ich hab meine M1911E abgeschmissen, hat sie nochmal 3 Kilo weniger, ey. Eine EP, eine Morphin und 2 Bandage Kits würde ich mindestens empfehlen. Diesel, welche Funke neu sind? 2 Bandage Kits, 2 Bandage Kits, wir sind auf dem Kanal 3. 2x EP und 2x Morphin. Meine Standard-Ausrüstung. Ja, so verstanden, 343 Kanal 4. Jeder ein Medikit mitnehmen. Jawohl. Und glaub, wer die kann ich noch irgendwas hier auf dem Rücken packen, sinnvollerweise? Nee, oder? Was, bei mir, oder was? Nee, ich bei mir. Beta C. Ja. Alles, was 5.6 ist, kann Beta C schießen, weil du nicht so viel Platz hast. Wie Beta Cs? In der Kiste? Ja, 300. Dass wir keine Rucksäcke haben, das ist ja so. Soll ich mal Beta C mitnehmen? 16 Stück aber nur. Ich glaube 6,1 kph. Also wechselt ihr bitte auf 343 Kanal 3 und meldet euch mal bei mir an. Check mal. Ja. Funkcheck, Spuster. Hier, Diesel, laut und clear. Wie meldest du das? Wechsel. Wechsel mit, Wechsel, Diesel. Aber ich habe keinen Rucksack gefunden, also kann ich wirklich hier mitnehmen. Ja, ist okay. Wechsel du 343 auf Kanal 3 bitte und melde dich mal bei mir an. Achso, ja, Pixel Kanal 3. Laut und clear. Pixel, passt du halt aus, dass du sonst wie bei dir hast? Ja, ne? Ein Rucksack wäre nicht schlecht, aber ansonsten ist schon okay. Gucken wegen Ausrüsten, weil es... Okay, krieg ich den aber nicht. Ja, dann passt. Munition. Aber ihr habt das Nötigste ja alles bei euch, oder? Ja, ja. Hab ich gut ausgesucht. Ist gut. Pixel? Ja? Kannst du bitte noch einmal Morphium und einmal Bandage Kit anstelle von den Pistolenmagazinen mitnehmen? Ja, copy. Und da unten verboten. Olli, bist du da? Bex! Ja. Ich hab gesehen, wie der Zivilist die Waffen weggesteckt hat. Ranger 66, hier 2, kommen. Verschwitzt. Ah, hier seht ihr. Ey, was? Gibt's überhaupt unbewaffnete Hamis? Ich seh keine. Ja. Mal gucken, wo die Fahrzeuge sind. Was denn? Was braucht ihr? Die, Fahrzeuge? Die befinden sich, wenn du hier durch das Tor gehst. Ja. Direkt geradeaus weiter, so ein krummiger Zaun. Dahinter sind die Fahrzeuge. Okay, dann schauen wir gleich nochmal. Ich hab dich gerade auf 2 angefunkt. Bist du schon auf 2? Ich bin auf 2, ja, ich hab nichts bekommen. Ich probier's nochmal. Ranger 66 hier 2, komm. Jetzt gehört? Hast du das nicht gehört, als ich gefunkt habe? Nein, ich höre, dass sich deine Lippen bewegen. Hört? Ja, jetzt höre ich es gehört. Okay, passt. Also Tu ist einsatzbereit, ja? Ja, okay. Olli? Ja. Wie ist es mit dem Medkit, die der mit dabei haben soll, weil wir keine am Mann haben? Sollen wir drüben holen, jeder eins oder? Moab? Ja, ich tauschen. Sitzt ja in B250, auf der Bombe drauf. Ja, auf Standard ist halt drüben, ne? Wenn du was brauchst, Leute. Ja, ich weiß. Haben wir ein Maximalgewicht? Wo ist denn das Asi? Fahrzeuge gefunden? Der ist zu schwer, würde ich sagen. Bitte nicht über die Tür rein, lass mich lieber helfen. Ja. Hier ist 66 an alle Rufzeichen, die da mal bitte an Mannschaftsposition zu mir kommen. Ja. Okay, Pixel, komm mal mit. Wir sammeln uns wieder bei den Baracken. Okay, ich habe 249 die 200er Pack Tracer eingepackt. Hast du 100er Schuss? Ja, ich habe 200er Schuss. Die Schiff geht gar nicht. Okay. Ich bin auch nicht vollgepackt. Ich wieg 30 Kilo. 6-2 wartet hier vor der Baracke. Was hast du bitte einmal hier abnehmen?
Pixel, geh rüber zu den anderen. Ich krieg jetzt 50. Du anwesend. Okay, Funk kommt durch. Ich hab Spannung dabei. Hast du keine Spannung dabei? Ich hab gewinnen. Wiederhole 6-6 an alle Rufzeichen. Bitte mal einfinden an Mannschaftsposition. Ich hab aber ein Signal dabei. Oh Gott, ich sehe schon. Jetzt aber auf 24. Ja, aber dann noch Stanax habe ich noch. 40. Ich will das bei uns hier aufstellen. 40 Stanax. Hallo? Mach kurz Ruhe.